6.11 Uhr, 6.12 Uhr sogar. Am Wochenende war einiges los, und zwar in Baden-Baden. Wo, wenn ich da, macht man einen Spa-Award, den Gala-Spa-Award. Und da war auch Anna Ivanovic, die Frau von Bastian Schweinsteiger. Es gibt ja tatsächlich Gerüchte darüber, ob sie schwanger sein könnte. Ja? Unser Reporter Philipp Hageni hat versucht, es herauszufinden. Wer, wenn sonst nicht Hageni? So strahlend schön zeigt sich die Ehefrau von Bastian Schweinsteiger, Anna Ivanovic, allein bei den Gala Spa Awards in Baden-Baden. Der Basti ist leider wie auf den Archivbildern nicht dabei. Bei den Gala Spa Awards nimmt Anna den Preis als Beauty Idol allein entgegen. Es ist wirklich toll, diesen Preis empfangen zu haben. Ja, haben Sie denn Ihren Mann angerufen und ihm gesagt, hey, ich habe den Preis bekommen? Oha, auffällig ist an dem Abend, Fragen nach ihrem Privatleben und ihrem Ehemann Basti beantwortet die extrem sympathische Anna nur mit einem Lächeln. Wo ist Ihr Ehemann heute Nacht? Sind Sie ganz allein hier? Ich bin ganz aufgeregt. Gerade ist die Frau Ivanovic hier durchgeeilt. Ja. Und man durfte sie nicht nach dem Mann fragen. Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Also ich sag mal, allgemein ist das so, Prominente haben ja tatsächlich auch ein Privatleben. Ja. Ich bin ja schon ein sehr entspannter Promi, würde ich sagen, der auch viele Fragen beantwortet. Ja. Aber auf der anderen Seite verstehe ich, dass jeder ist erstmal ein bisschen anders. Ja. Und manchmal gibt es ja auch Sachen, wo man sagt, das ist Privatsache. Das gibt es bei mir viel mehr, als man denkt, weil ich habe einen Trick. Ja. Ich tue immer so, als würde ich alles ausplaudern. Laberst dabei, alle tot. Genau, dabei gibt es da noch Sachen, die keiner kennt aus meinem Privatleben. Was denn? Aha, Anna versucht also laut Verona, ihr Privatleben so gut wie möglich zu schützen. Irgendwie ist das ja auch verständlich, denn selbst unter den VIP-Gästen ist die angebliche Schwangerschaft der Schweinsteigers das Klatschthema Nummer 1. Sie ist schön. Ob sie schwanger ist, weiß ich nicht. Vielleicht schön, wäre sie auch schön schwanger. Vielleicht ist sie schön schwanger. Da lasse ich mich selber überraschen. Würden Sie Herrn Schweinsteiger und Anna Ivanovic Kinder wünschen? Ja, warum nicht? Ich auch. Es ist ja auch meine Rente, ja. Also ich wünsche immer zu Kinder. Ja? Schwanger. Wie gesagt, die ist schwanger? Dann hat sie wohl recht. Heimlich schwanger. Ja? Ja. Ich glaube, dass die gute Kinder machen. Das ist bestimmt schön, so ein bisschen exotisch und Schweine eher so ein bisschen nordisch. Das müsste doch laufen, sportlich noch dazu. Geld ist auch da, die können sich doch einen Nanny leisten. Würden Sie den Paten machen? Ja, ich tue mich beim Paten ein bisschen schwer. Ich bin immer derjenige, der gut gibt, aber dann wollen die immer. Ich habe zu viel zu tun, dann verpasse ich nach. Ich habe zwei Patenkinder, muss immer gucken, dass ich den Termin nicht verpasse. Und deswegen würde ich sagen, ich bin raus, aber ich bin mir sicher, die haben so viel im Umfeld. Da gibt es auch eine Warteliste, vermutlich, die das machen wollen. Ne? Ja. Und ich hoffe, dass sie schwanger ist. Ich wünsche es. Das passt doch jetzt. Ja. Das passt doch jetzt. Das ist ein gigantisches Timing. Wir wollen die Schwangerschaft von Schweinsteiger. Ja, wir wollen die Schwangerschaft. Wir können jetzt gemeinsam in die Kamera sagen, Schweinsteiger wird schwanger. 1, 2, 3. Schweinsteiger wird schwanger. Danke. Tja, Anna hält sich ja zum Thema Schwangerschaft und Privatleben sehr bedeckt. Annemeier Minnemann als Gastgeberin des Abends hat aber die ganze Nacht neben Anna Ivanovic am gleichen Tisch verbracht. Weiß die vielleicht mehr über die Familienplanung der Schweinsteigers? Ich denke nicht schwanger, aber bald schwanger. Bald schwanger? Ja, bald schwanger. Naja, die ziehen jetzt ja um nach Chicago und das ist ja eine super Zeit, um dann auch ein neues Haus zu suchen, wo dann auch gleich Kinderzimmer drin sind. Und ja, also ich denke, dass dieses Projekt Chicago mit einem Projekt Familie doch ganz gut zusammenlaufen würde. Aber aktuell ist keine Schwangerschaft vorhanden? Wie gesagt, ich hatte den Test leider nicht dabei. Nächstes Mal mache ich meine Hausaufgaben und werde für das Sat.1 Frühstücksfernsehen einen Schwangerschaftstest in meine Handtasche einpacken. Das sind doch Top-Aussichten. Egal wie und wann, wir freuen uns schon wahnsinnig auf den Nachwuchs im Hause Schweinsteiger. Möge er bald und vor allem zahlreich die sympathischen Eltern segnen.